Heute ist es soweit. Heute sprechen wir über den Hilbertraum. Also jetzt haben wir so die Mitte des Semesters, können wir sozusagen Bergfest feiern, wie man so sagt. Und jetzt endlich führen wir das mathematische Framework ein, mit dem man die Quantenmechanik komplett beschreibt. Der erste Schritt ist ein Wechsel der Anschaulich, naja, was heißt anschaulich, aber der Visualisierung eines Zustandes. Wir hatten bisher immer den Zustand eines einzelnen Qubits visualisiert als einen Punkt auf einem Kreis. Dieses Bild haben Sie mittlerweile schon sehr oft gesehen. Eine alternative Darstellung ist ein Zustand als eine Linie. Also, Sie können den Nordpolzustand, den Basiszustand 0, visualisieren als horizontale Linie. Das passt jetzt wieder ganz gut zu dem ursprünglichen Experiment, mit dem wir überhaupt begonnen haben, mit der Polarisation. Wir haben immer gesagt, horizontale Polarisation, das ist der Basiszustand 0. Und das passt jetzt gerade auch zu dieser Visualisierung, ist eine horizontale Linie. Der Basiszustand 1, eine vertikale Linie. Der Zustand plus, der liegt ja irgendwo zwischen 0 und 1. Aus dem wird eine Diagonale. Zustand minus, Antidiagonale. Und ein beliebiger Zustand psi, der eben im Kreismodell gegenüber dem Nordpol um den Winkel Theta verdreht ist, ist jetzt in diesem Linienmodell gegenüber der horizontalen, allerdings im entgegengesetzten Richtungssinn um Theta halbe verdreht. Und Sie können sich leicht davon überzeugen, dass diese zwei Darstellungen, also dass das 1 zu 1 ist. Also zu jedem Punkt auf dem Kreis gibt es eine eindeutige Linie und umgekehrt. Ist also eine alternative Möglichkeit der Visualisierung, die besonders gut passt zu den Polarisationen, aber dann schon wieder nicht mehr so gut passt zu den Spins im Stern-Gerlach-Experiment. Ne? Da böte sich dann mehr das Kreismodell an. Im Kreismodell war es so, dass zwei Basiszustände, die dann auch entgegengesetzte Messergebnisse repräsentieren, wenn man in dieser Basis misst, jeweils Antipoden waren. Also Nord- und Südpol ist eine Basis, Plus und Minus ist eine Basis. Im Linienmodell entspricht das der Orthogonalität. Also Basiszustand 0, Basiszustand 1, die beiden zugehörigen Linien sind senkrecht aufeinander, genauso wie Plus und Minus. Also dem entspricht die Orthogonalität. Dieses Linienmodell, das ist jetzt nur ein Zwischenschritt. Und eigentlich wollen wir noch zu einer anderen Darstellung. Anstatt mit einer Linie können wir den Zustand auch repräsentieren durch einen Einheitsvektor, der parallel zu dieser Linie liegt. Also zum Beispiel der Basiszustand 0, die horizontale Linie, können wir auch repräsentieren durch einen Einheitsvektor, der eben gerade diese Linie aufspannt, in die gleiche Richtung zeigt. Allerdings sehen Sie, das ist nicht eindeutig. Wir könnten genauso gut auch den Vektor nehmen, der in die entgegengesetzte Richtung zeigt. Deswegen ist der Einheitsvektor nur bestimmt bis auf ein Vorzeichen. Das ist nicht eindeutig. Ja, genauso funktioniert es auch bei allen anderen Zuständen, die wir hier betrachtet haben, also Basiszustand 1, Basiszustände Plus und Minus und letztlich auch für einen allgemeinen Zustand Psi, der liegt unverändert in diesem Winkel, Theta halbe, zum Basiszustand 0, aber auch da gibt es diese Uneindeutigkeit, ne? Diese Freiheit, das Vorzeichen zu wechseln. Deswegen ist das Verhältnis jetzt nicht mehr 1 zu 1, sondern 2 zu 1. Ja, zu jedem Zustand gibt es zwei mögliche Einheitsvektoren. Jeder Zustand ist ja jetzt dargestellt als ein Einheitsvektor in dieser Ebene, aufgespannt von den Basisvektoren zum Beispiel 0 und 1. Und jeder Einheitsvektor in dieser Ebene lässt sich dann natürlich schreiben als Linearkombination von diesen beiden Basisvektoren.
Also mit Koeffizienten Alpha 0, Alpha 1 und weil es ein Einheitsvektor sein soll, mit den entsprechenden Normierungsbedingungen für die Koeffizienten. Wir werden dann auch gleich in der nächsten oder übernächsten Folie sehen, wie diese Koeffizienten verknüpft sind mit dem Winkel Theta. Es gilt aber auch die umgekehrte Aussage. Also nicht nur ist es so, dass jeder physikalische Zustand, der als Vektor hier dargestellt ist, sich als eine solche Linearkombination schreiben lässt. Man spricht dann von einer Superposition, sondern umgekehrt ist es auch so, jede Superposition entspricht einem physikalischen Zustand. Also im Kreismodell gesprochen ist es so, jeder physikalische Zustand ist ein Punkt auf dem Kreis, aber jeder Punkt auf dem Kreis ist auch ein physikalischer Zustand. Es gibt da keine Lücken, ja, irgendwie verbotene Zonen auf dem Kreis. Und das nennt man das Superpositionsprinzip. Also man kann Basiszustände beliebig superponieren und das entspricht dann auch einem möglichen physikalischen Zustand. Wie finden wir jetzt diese Superpositionen wieder im Kreismodell? Also das vertraute Bild Nord- und Südpol, Basiszustände 0 und 1, ein beliebiger Zustand Psi im Winkel Theta zum Nordpol. Hier habe ich jetzt auch zum ersten Mal die Richtung nochmal explizit eingezeichnet, in der der Winkel aufgeschlagen wird, nämlich vom Nordpol kommend. Und dieser Winkel, der darf variieren zwischen minus Theta, minus Pi, Entschuldigung, und plus Pi. Ja, also wenn wir jetzt im linken Halbkreis einen Zustand haben, dann entspricht es einem Theta, einem negativen Theta. So, und wenn wir jetzt so einen Superpositionszustand haben, wie wir ihn auf der vorhergehenden Seite gesehen haben, dann ist es eine Linearkombination von 0 und 1 und die Koeffizienten vor den Basiszuständen sind gerade der Cosinus und der Sinus von Theta halbe. Insbesondere ist es so, der Pluszustand, der liegt ja genau im Osten, der hat dann die Koeffizienten 1 durch Wurzel 2 vor beiden Basiszuständen und der Minuszustand, der hat ein negatives Vorzeichen vor dem zweiten Term, also entspricht einem negativen Winkel. Theta gleich minus Pi halbe. Und wenn Sie dann schauen in dieser Linearkombination, der Sinus von minus Pi Viertel ist minus 1 durch Wurzel 2. So kommt diese Linearkombination zustande. Und jetzt schauen wir uns nochmal an, wie wir Wahrscheinlichkeiten berechnen für den Ausgang einer Messung. Wir hatten uns das ja bildlich im Kreismodell immer so vorgestellt. Wir haben einen Zustand Psi, einen Punkt auf dem Kreis. Dann messen wir in einer bestimmten Basis. Die Messung entspricht visuell einer Achse durch diesen Kreis. In diesem Fall ist es jetzt die Nord-Süd-Achse, also eine Messung in der Standardbasis. Wenn wir dann fragen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir bei dieser Messung das Messergebnis 0 erhalten werden, dann haben wir das grafisch so gemacht, wir haben diesen Zustand auf die Achse projiziert und der graue Balken, der dann darunter liegt, wenn der Kreis insgesamt den Durchmesser 1 hat, dann ist die Länge dieses grauen Balkens gerade die Wahrscheinlichkeit, mit der wir das Messergebnis bekommen. Jetzt formulieren wir das endlich mal als Formel. Wenn wir da den Winkel Theta haben zum Nordpol, dann setzt sich die Wahrscheinlichkeit aus zwei Beiträgen zusammen. Wir haben jetzt erstmal den unteren Bereich des grauen Balkens, also vom Südpol bis zum Mittelpunkt des Kreises, das ist ein halb. Und dann das Stück von dem grauen Balken, das noch dazu kommt. Da hätten wir ja bis zum Nordpol nochmal ein halb, aber davon nur einen Teil und dieser Anteil ist der Cosinus von Theta. Das ist die Formel für die Wahrscheinlichkeit des Messergebnisses 0.
Das kann man auch noch ein bisschen umschreiben. Das ist eine trigonometrische Identität als den Cosinus Quadrat von Theta halbe. Wenn wir uns das jetzt mal im Vektormodell anschauen, da haben wir ja zwischen dem Zustandsvektor Psi und dem Basisvektor 0 gerade den Winkel Theta halbe. Das sind alles Einheitsvektoren. Wenn wir das Skalarprodukt bilden von Basisvektor 0 mit dem Zustandsvektor Psi, es ist ja gerade Betrag von dem einen mal Betrag von dem anderen, das ist, aber sind beide 1, mal Cosinus des eingeschlossenen Winkels, also Cosinus von Theta halbe. Das heißt, Cosinus Quadrat von Theta halbe ist nichts anderes als das Quadrat des Skalarprodukts. Und das ist eine ganz fundamentale Regel der Quantenmechanik, die bekannt ist als die Born-Regel. Wenn Sie in einem Zustand, beschrieben durch einen Zustandsvektor Psi, eine Messung ausführen in einer bestimmten Basis und Sie wollen wissen, mit welcher Wahrscheinlichkeit das Messergebnis herauskommt, das also jetzt zu einem bestimmten Basisvektor gehört, dann bilden Sie das Skalarprodukt zwischen dem Basisvektor und dem Zustandsvektor, quadrieren das und dann haben Sie die Wahrscheinlichkeit. Daran erkennen Sie, wir haben jetzt schon ein Skalarprodukt benutzt, aber das müssen wir uns jetzt nochmal bewusst machen. Wir brauchen zur Beschreibung der Quantenmechanik samt ihren Regeln, Berechnung der Wahrscheinlichkeit und so weiter, brauchen wir einen Vektorraum, der mit einem Skalarprodukt ausgestattet ist. Und das nennt man einen Hilbertraum. Also dieses große Wort Hilbertraum ist für unsere Zwecke nichts anderes als ein Vektorraum, in dem ein Skalarprodukt definiert ist. Wir arbeiten jetzt nur in kleinen Vektorräumen, also mit endlicher Dimension. Das ist hier ein Vektorraum mit Dimension 2. Wir werden auch höhere dimensionale Vektorräume kennenlernen, aber es ist immer eine endliche Dimension. Und in diesen Fällen reicht diese einfache Definition des Hilbertraums, also ein Vektorraum mit Skalarprodukt. Es gibt dann in der Quantenmechanik, wenn man ein freies Teilchen im Raum beschreiben will oder Felder, dann braucht man unendlich dimensionale Hilberträume und da ist dann die Definition ein bisschen ausgefeilter. Da kann man nicht einfach nur sagen, Vektorraum mit Skalarprodukt, aber für unsere Zwecke reicht das aus. Dieses Ergebnis, diese Born-Regel, die können wir uns jetzt schon mal zunutze machen, um uns nochmal diesen Effekt des Steering mathematisch klar zu machen. Erinnern Sie sich, das ist jetzt hier dargestellt anhand der Polarisation. Sie haben also einen Strahl und da kommen jetzt, wir haben anfänglich einen Filter, der sicherstellt, dass Sie zum Beispiel nur vertikal polarisierte Photonen durchlassen. Und würden Sie jetzt dahinter einen Filter setzen, der um 90 Grad verdreht ist, der also nur horizontal polarisierte Photonen durchlässt, dann wäre es dahinter dunkel, dann käme gar kein Photon durch. Aber wenn Sie zwischendrin noch weitere Filter einsetzen, die halt nur leicht verdreht sind, dann kommt am Ende doch Licht durch, kommen Photonen durch. Das war also diese Idee des Steering. Ich habe es hier mal einfach nur dargestellt mit einem dazwischen geschalteten Filter, der diagonal orientiert ist und dann kommt eben am Ende was durch. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen und Sie hatten sich das auch in dem Simulationstool durchgespielt. Je mehr Filter man noch da einschiebt und je kleiner die Winkel sind zwischen zwei aufeinanderfolgenden Filtern, umso größer wird die Intensität am Ende. Und im Idealfall mit Filtern, die es in der Praxis nicht gibt, weil die immer irgendwie natürlich Verunreinigungen haben und nicht perfekt sind, aber im Idealfall können Sie die komplette Intensität wieder bekommen durch unendlich viele dazwischen geschaltete Filter. Das können wir jetzt mal quantifizieren, wie viel Intensität da am Ende raus durchkommt. Stellen Sie sich vor, Sie haben also hinter dem
allerersten Filter, der also jetzt erstmal die Anfangspolarisation oder den Anfangszustand allgemeiner gesprochen fixiert, hätten Sie noch N-Filter, die immer um den gleichen Winkel verdreht sind. Und der letzte Filter ist gegenüber dem ersten, also jetzt beim Licht, physisch um 90 Grad gedreht, aber im Kreismodell entsprechend das 180 Grad. Ja. Dann wäre für jeden einzelnen Filter wäre die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen durchkommt, wäre gemäß der Born-Regel gegeben durch Cosinus Quadrat von dem Differenzwinkel. Also bei der Polarisation der tatsächliche physikalische Differenzwinkel jetzt im Kreismodell, da haben wir ja dann Theta halbe, da wäre es also die Hälfte des Winkels im Kreismodell. So, jetzt haben wir ja gesagt, insgesamt wird im Kreismodell um Pi gedreht, ja, vom ersten bis zum letzten Filter. Wir unterteilen das aber in n kleine Häppchen von jeweils Pi durch n. Und im Argument des Cosinus steht ja dann der Winkel durch 2, also haben wir da Pi durch 2n für jeden einzelnen Filter. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teilchen alle n-Filter passiert, ist dann, da haben wir bei jedem Filter diesen Faktor, diesen Cosinus Quadrat, und die müssen wir alle aneinander multiplizieren. Dann bekommen wir also diesen Cosinus Quadrat hoch n. Und Sie können mathematisch zeigen, das wäre vielleicht eine kleine Übung, Wiederholung für Sie, auch für zu Hause, dass Sie mal beweisen, den Grenzfall, wenn n gegen unendlich geht, dass dieser Ausdruck gegen 1 geht. Ich habe Ihnen in der Fußnote auch schon ein paar Beweisideen notiert, so ein paar Tipps. Also, was ich Ihnen empfehlen würde, ist, Sie betrachten den Logarithmus von diesem Ausdruck, dann müssen Sie zeigen, dass also nutzen Sie die Logarithmenregeln, dann haben Sie also n mal den Logarithmus von Cosinus Quadrat, oder können Sie das sagen, ist 2n mal der Logarithmus von dem Cosinus. Das muss gegen 0 gehen. Ja. Und dann können Sie noch substituieren, 1 durch 2n als x, und dann nutzen Sie die Regel von L'Hôpital, und dann sind Sie am Ziel. Ja. Also da können Sie jetzt mathematisch wirklich beweisen, diesen Grenzfall, dass da die komplette Intensität durchgeht. Was ist also jetzt formell ein Hilbertraum? Und wir beschränken uns mal auf den Fall eines reellen Hilbertraums. Da haben wir also einen reellen Vektorraum, bedeutet, wir können von Vektoren beliebige Linearkombinationen bilden mit reellen Koeffizienten. Wir bezeichnen die Vektoren, wie wir das immer schon getan haben, mit diesen Ket-Symbolen. Und es ist ein Skalarprodukt definiert. Sie haben alle schon mal in der linearen Algebra mit dem Skalarprodukt gearbeitet, wissen, wie Sie das berechnen. In der kartesischen Basis. Aber man kann es auch so ein kleines bisschen allgemeiner, ein bisschen abstrakter formulieren und kann sich überlegen, welche Eigenschaften zeichnen ein Skalarprodukt aus. Da gehört zum einen dazu, dass das Skalarprodukt linear ist in beiden Argumenten. Also es gilt das Distributivgesetz. Ja, wenn Sie ein Skalarprodukt bilden von einem Vektor U mit einer Linearkombination von Vektoren, dann können Sie das auseinanderziehen und dann ist das, wie Sie hier sehen, einfach eine Linearkombination von Skalarprodukten. Das gilt im reellen Hilbertraum auch spiegelbildlich für das erste Argument. Also wenn Sie im ersten Argument eine Linearkombination haben, können Sie es auch ausmultiplizieren. Das Skalarprodukt ist symmetrisch. V mal U ist U mal V. Und das Skalarprodukt ist
Immer größer 0, es sei denn, der Vektor ist selber 0. Es ist ja auch so, das Skalarprodukt eines Vektors mit sich selbst ist seine Länge zum Quadrat. Und deswegen ist es ja immer größer 0, es sei denn, der Vektor ist selber 0. In der Quantenmechanik benutzt man gerne eine Schreibweise, die besonders ökonomisch ist und besonders elegant aussieht und auch sehr suggestiv ist. Die sogenannte Bracket-Notation, das kommt von dem englischen Wort Bracket, ja, weil es so ein bisschen aussieht wie eine Klammer. Wir haben ja schon die Kets eingeführt, ja, und die Vektoren, die schreiben wir als mit diesem Ket-Symbol. Wenn jetzt das Skalarprodukt von zwei Vektoren bilden, dann schreibt man das anstatt so, wie ich es bisher gemacht habe, mit der runden Klammer und dann diese zwei Kets als Argumente, schreibt man das etwas kompakter als Bra-Ket. Also das erste Argument, hier in diesem Fall das U, das ist dann ein Bra und hat dann diese Ecke auf der linken Seite. In einem Hilbertraum können Sie, wie in jedem Vektorraum, eine Basis einführen. Wenn der Raum die Dimension d hat, dann gibt es linear unabhängige Basisvektoren. Und Sie haben ja auch ein Skalarprodukt, dann können Sie die Basisvektoren so wählen, dass sie alle senkrecht aufeinander stehen und alle die Länge 1 haben. Spricht man von einer orthonormalen Basis. Und in einer solchen Basis können Sie dann beliebige Vektoren mit Komponenten darstellen und die Komponente, die i-te Komponente eines Vektors in dieser orthonormalen Basis, die bekommen Sie dadurch, dass Sie das Skalarprodukt bilden des Vektors mit dem zugehörigen Basisvektor. Ja, also wenn Sie jetzt kartesisch denken, dreidimensionalen Raum, die x-Komponente eines Vektors erhalten Sie dadurch, dass Sie das Skalarprodukt bilden des Vektors mit dem Basisvektor in x-Richtung. Der hat ja die Komponenten 1, 0, 0 und dann bleibt nur die x-Komponente von dem Vektor übrig. Und so kann man es ein bisschen abstrakter formulieren. Also, das ist eigentlich alles, was Sie so an Eigenschaften und Axiomatik brauchen für einen reellen Vektorraum. Und ich will nochmal betonen, dass wir uns hier beschränken auf Vektorräume mit einer endlichen Dimension. Es gibt auch unendlich dimensionale Räume. Das wird dann ein bisschen komplizierter, aber die brauchen wir.